Kurz vor Weihnachten wollen die Notebook-Hersteller noch schnell mit dem ein oder anderen Kaufanreiz um die Ecke kommen. Das Oros 15P ist so einer und mit einer RTX 3070 und einem i7 F800H recht ordentlich ausgestattet. Das gilt aber nicht nur für das potente Paket aus diesen beiden Rechenchips, sondern auch den Rest des 15 Zoll großen Notebooks. Das Full-HD-Display etwa bietet eine Bildwiederholrate von 300 Hertz, ist also bestens für Shooter oder allgemein Liebhaber hoher FPS geeignet. Drinnen stecken außerdem eine NVMe-SSD mit 1 Terabyte und 16 GB DDR4-RAM. Es scheint dem Notebook also nichts zu fehlen, sodass wir ihm mal genauer auf den Zahn fühlen, ob sich der Deal hier lohnt. Gleich vorneweg, nein, Gigabyte hat keinen Einfluss auf unseren Test hier genommen. Ja, hier oben in der Ecke muss trotzdem Werbung stehen, weil Gigabyte uns dafür bezahlt, dass wir hier auf den Rabattcode hinweisen, der euch beim Kauf 200 Euro sparen lässt. Und nicht nur das. Wir dürfen das schöne Gerät an euch verlosen. Ja, es gibt schon wieder ein Notebook zu gewinnen. Um teilzunehmen, müsst ihr nur Abonnent dieses Kanals sein. Dann klickt ihr auf den Gewinnspiel-Link in der Videobeschreibung oder hier oben rechts in der Infocard. Dort tragt ihr euren YouTube-Namen und eure Mailadresse ein und schon seid ihr dabei. Aber zurück zum Notebook-Test. Wir fangen mit den Äußerlichkeiten an, bevor wir die Innereien zum Glühen bringen. Wir haben es hier mit einem 2,2 Kilo leichten 15 Zöller zu tun. Das ist gar nicht mal so schwer, zusammen mit dem knapp über 700 Gramm schweren Netzteil schleppt man aber doch fast 3 Kilo im Rucksack mit sich rum. Trotzdem, leichter geht es in dieser Größe und mit dieser Leistung einfach nicht. Eine RTX-GPU schluckt eben gut Strom, was eben so einen kleinen Backstein vom Netzteil erfordert. Leider kann da kein Hersteller die Physik aushebeln. Da sind wir auch schon beim richtigen Stichwort. Die physikalischen Maße betragen ca. 36 cm breit, 25 cm lang und 2,7 cm dünn. Damit passt es fast in jeden Rucksack. Die Anschlussausstattung kann sich sehen lassen. Mit HDMI 2.1 und Mini-DisplayPort 1.4 gibt es zwei aktuelle Videoausgänge. Außerdem vorhanden 3x USB 3.0, eine 2,5 Gigabit LAN-Buchse und sogar der Alleskönner Thunderbolt 4 ist mit dabei. Die Lautsprecher klingen recht brauchbar, lassen sich auf ein ziemlich hohes Niveau aufdrehen, ihnen fehlt aber etwas der Bass. Damit ist der Sound noch immer besser als die Telefonhörerqualität vieler Billigheimer. Er ersetzt aber natürlich kein paar Aktivboxen. Auf dem Notebook ist Windows 10 vorinstalliert und es lässt sich dank TPM 2.0 problemlos auf Windows 11 upgraden. Schön, dass Gigabyte das Notebook frei von Bloatware gehalten hat und nur Nützliches vorinstalliert, wie etwa die Konfigurationssoftware fürs Notebook. Dort sind neben den Leistungsprofilen einige nützliche Zusatzfunktionen geboten, die nicht unbedingt selbstverständlich sind und uns gefallen. So lässt sich etwa die Lüfterkurve manuell einstellen. Dadurch wird das 15P unter voller Last zwar nicht unbedingt viel leiser, dafür lassen sich die Lüfter dahingehend tunen, dass sie bei den kleineren Lastspitzen nicht unbedingt gleich anspringen. Die Lüfterkurve ist also hier nicht nur eine Nerdspielerei, sondern durchaus ein sinnvolles Feature, welches sich andere Notebook-Hersteller gerne abschauen dürfen. Für die Spieleleistung ist hier die RTX 3070 hauptsächlich verantwortlich. Gleich vorneweg, in jedem Notebook ist der Grafikchip etwas anders konfiguriert. Gigabyte genehmigt der 3070 im Oros 15P 115 Watt plus 15 Watt Dynamic Boost, also insgesamt 130 Watt, wenn der variable Teil von 15 Watt mitgenutzt wird, den sich die GPU mit der CPU teilt. Hier handelt es sich also nicht um den Vollausbau der RTX 3070 mit bis zu 125 Watt, der GPU fehlen hier also lediglich 10 Watt. Die Laptop-Version der RTX 3080 basiert auf der gleichen GA104 GPU von Nvidia mit nochmal etwas aufgebohrten Taktraten. Sie ist aber deutlich teurer als die 3070, die einfach ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis in Notebooks bietet. Welche Leistung die RTX 3070 hier bietet, haben wir natürlich auch gemessen, sowohl in synthetischen Benchmarks als auch in praktischen Spielszenen. Im 3D Mark TimeSpy, dem allseits beliebten DirectX 12 Benchmark, kommen wir auf eine maximale Grafikpunktzahl von 9668, was insofern schon mal recht ordentlich ist, da 3D Mark hier für Battlefield 5 in WQHD mit Ultra-Details über 95 FPS schätzt. In Full HD dürfte es hier also dreistellig sein. Cyberpunk 2077 zwingt selbst starken Gaming-Rechnern wie diesen hier einiges an Demut ab. Ohne Raytracing und ohne DLSS, aber mit maximalen Grafikdetails in nativer Full-HD-Auflösung kommen wir hier schon mal auf brauchbare 50 FPS. Mit Raytracing und DLSS liegen wir hier auf einem ähnlichen Niveau. Aber immerhin hat man hier die Wahl, ob man hier mit Raytracing auf cineastische Grafik, aber eben solchen 24 FPS spielt oder lieber auf Raytracing verzichtet und dafür aber mit DLSS geschmeidig flüssig über den 60 FPS bleibt. Deutlich flüssiger laufen Shooter wie Call of Duty Warzone. Selbst mit höchsten Grafikeinstellungen kratzen wir knapp an dreistelligen FPS-Werten, bekommen aber im Schnitt um die 90 FPS. Das ist schon mal eine gute Basis, aber auch hier lässt sich mit mittleren Details ein guter Kompromiss aus ansehnlicher Grafik und hohen dreistelligen FPS hinschrauben.
Außerdem haben wir das neue Forza Horizon 5 ausprobiert, das sowohl schicke Autografik als auch hohe FPS-Werte liefert. Wieder in Full HD und höchsten Details kommen wir deutlich über 80 FPS in der integrierten Benchmark-Szene. Was nützt die leistungsfähigste Grafikeinheit, wenn das Display nichts taugt? Gleich vorneweg. Die Messwerte passen durch die Bank und ein besseres Panel für ein Gaming-Notebook gibt es kaum. Full HD reicht auf der Diagonale von 15,6 Zoll absolut aus und die 300 Hertz sind ein Traum. Ich rieche jetzt schon einige Kommentare, die behaupten, dass das doch viel zu viel sei und an sich unnütz. Deswegen sei hier gesagt, es gibt keine zu hohe Bildwiederholrate fürs Gaming. Zum einen, doch es gibt Spiele wie Counter-Strike, in denen sich auch 300 FPS einfach einstellen lassen. Und selbst wenn nicht, bietet es Vorteile, etwa grundsätzlich einen geringeren Input-Lag oder weniger Screen-Tearing. Klar ist der Unterschied zu 240 Hertz oder auch 120 bzw. 144 Hertz da nicht allzu groß. Vor allem, wenn sie keine Nachteile bieten und auch die restlichen Eigenschaften des Displays passen. Es ist also nicht nur schnell, sondern auch schön. Die Farbqualität überprüfen wir mit unserem Kolorimeter und messen am blickwinkelstarken IPS-Panel einen guten Kontrast über 1000 zu 1. Die Farbtreue ist auch nahezu perfekt, da Gigabyte das Display löblicherweise vorkalibriert. Außerdem wird der sRGB-Farbraum nahezu vollständig abgedeckt. Es ist also rundum ein richtig gutes Display, das sich nicht nur zum Zocken eignet, sondern auch für Bildbearbeitung herhalten kann. Wir werfen ein Auge auf die Temperaturen und ein Ohr auf den Lüfterlärm. Ohne beides nun groß breit zu treten, beides fällt ziemlich moderat aus und hält sich in Grenzen, auch ohne ein Herumfummeln an der bereits erwähnten Lüfterkurve in den Einstellungen. Klar ist der Lüfter unter Spiellast hörbar und pfeift auch gelegentlich etwas, aber der abhebende Düsenjet bleibt aus. Mit Stresstests messen wir Temperaturspitzen von knapp 80 Grad, was schon relativ niedrig ist. In der Spielepraxis bleibt die GPU laut den Sensoren aber stets darunter. Zunächst mal freuen wir uns, dass Gigabyte das Aorus 15P mit der maximal möglichen Akkukapazität von 99 Wattstunden ausstattet. Mit mehr dürfte ein Notebook nicht ins Flugzeug. Wir messen unsere Stichprobe mit der Anwendung PC Mark 10. Dort lassen wir das Szenario Modern Office laufen, welches etwa Surfen, Videochat und Office-Arbeiten simuliert. Das Display ist auf halber Helligkeit, die Tastaturbeleuchtung aus und WLAN entsprechend aktiviert. Wir kommen hier auf eine Laufzeit von etwas über 5 Stunden. Das ist bei so einer intensiven Nutzung schon ganz gut, ehrlicherweise haben wir aber bei der üppigen Kapazität etwas mehr erwartet. Die Intel-CPU ist zwar recht potent, aber die aktuelle Tiger Lake-Generation ist einen Hauch weniger effizient als die Vorgängergeneration. Klar lässt sich in der Praxis die Akkulaufzeit noch etwas strecken, indem das Display noch weiter gedimmt und lediglich 60 Hertz verwendet wird. Gut gemacht, Gigabyte! Mit einem Display mit 300 Hertz lässt es fürs rasante Gaming keine Wünsche offen. Mit einer guten Farbtreue und genug CPU- und GPU-Leistung besitzt es zwar Allrounder-Qualitäten, jedoch so ein schnelles Display macht es umso mehr für rasante Shooter-Spiele geeignet, aber eben nicht nur. Das Notebook ist insgesamt gut konfiguriert. Die Ausstattung mit einer RTX 3070, einem i7 16 GB RAM und einem Terabyte an SSD ergeben insgesamt Sinn. Das Aorus 15P lässt im Test auch keine Schwachstellen erkennen, die uns bei so einem Gerät aus der Gaming-Oberklasse für eine Empfehlung Bauchschmerzen bereiten würde. Deswegen dürfen wir an dieser Stelle nochmal den exklusiven Rabattcode erwähnen, der euch 200 Euro beim Kauf sparen lässt. Und noch mehr spart ihr als Gewinner unserer Verlosung des Aorus 15P. Also klickt jetzt gleich auf unseren Gewinnspiel-Link in der Videobeschreibung und macht mit. Viel Glück!